Sag mal, Schlawinchen. Ja? Wie verhält sich das hier mit dem Gegenverkehr? Gegenverkehr hat Vorteile, weil da sieht man, wer einem entgegenkommt. Deshalb oh ja. Fährt man im Gegenverkehr. Und deshalb kann man den auch immer rechtzeitig ausweichen. Ja. Ihr auch wichtige Fracht an Bord. Bier und Taschentücher. Was haben wir vor? Wer folgten uns da? Das sind der Jo, wie man noch sehen kann, die Biene, der hinterm Jo versteckt und der André. Sind sie etwa alle in einem Tuktuk? Alle in einem. Warte, das die muss. Verkehrsregel. Sind die denn auch alle angeknallt? Ich guck mal. Ah ja, Hände raushalten war eine doofe Idee. Ich habe auf einen Puschi gesucht. Ah! Ja. Ja, hier mal ein bisschen Quai-Ideal, ne? Sagen. Und ein wunderschöner Himmel. Ja, das ist blau heute. Das ist unglaublich. Super blau. Toll. Ah ja, hier in der Future-Sporthalle muss ich auch nochmal mit drauf tun. Der Architekt dachte sich, sie sieht aus wie ein Vogel. Seine Haare, wie sie schön sind. So wie meine Barthaare. Was macht man so Verfolger? Auch sehr grün hier. Immer schön rufen. Immer alle viel. Oh ja, das wäre lustig. Rechts vor links, oben vor unten, schräg vor diagonal und Bürgersteig vor Fußgänger. Na, Platz hier. Belohn. Quai, ja. Die verteilen sich ja auch immer so wunderbar. Melonenverkäufer neben Melonenverkäufer. Ja, das ist ja auch logisch. Ja, der Post. Oh, ja, wir werden noch verfolgt. Ja, also. Ein bisschen, oh, gleich kommt die Holperstrecke. Oh. Oh. Ja, ui. Oh. Die Automarke heißt Cherry, da ist hier Roy mit dabei. Barbecue gibt's auch schon. Oh, da kommt mein Lieblingsschlagloch vor Mama. Ah, Mama! Hey! Ja, das ist unsere Mama. Und jetzt versucht er zu überholen. Ja, komm. Oh nein. Ja, Endspurt. Auf der Zielgeraden haben sie uns noch überholt. 10 Clowns, die aus einem Tuktuk aussteigen. Wir rollen bergab. So, Kirche. So, das war's. Bank.